Hallo meine Lieben, ich wollte euch mal wieder was zeigen. Guckt euch diese tollen Boxen an. Darum geht es. Ich bin ein bisschen verschnupft heute Morgen. Einfach ignorieren. Und zwar haben wir die jetzt ja schon seit ein paar Tagen im Shop. Die sind natürlich von Kraftbody. Gedacht sind diese Boxen, ich gehe da ja gleich drauf ein, wie man schon sehen kann auf dem Titelbild, hätte ich beinahe gesagt, auf der Verpackung der Stanzen, für Forever Flowers. Ne? Einige von euch haben das Video von der lieben Naomi ja auch schon gesehen aus England. Und die sind auch designt von Naomi, steht auch drauf. Und damit zwei verschiedene. Ne? Also ursprünglich ist der Gedanke gedacht, so dass man das im Prinzip als Vase oder Geschenkbox für seine Forever Flowers benutzen kann. Und da gibt es zwei schöne Varianten. Einmal diese mit diesen, ja, ich sag mal, Blümchenmuster. Ne? Die finde ich ganz toll. Die sieht dann hinten so aus. Und da ist sie dann auch einmal leer abgebildet. Das sind die ganzen Stanzen, die ihr bekommt. Ich packe die mal zur Seite. Zack. Und dann gibt es ja die mit diesen Herzchen und Schnörkel. Die sieht dann so aus. Na? Das sind die ganzen Stanzen, die ihr da bekommt. Das wäre jetzt dieser ganze Stapel. Das ist eine ganze Menge. Und rausbekommen tun wir, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht mit Forever Flowers arbeiten möchten, solche Boxen. Guckt euch mal an. Wir messen das auch gleich mal aus, wie breit die sind und wie groß die nachher im Endeffekt sind. Das können wir gleich mal gucken. Die sind wirklich fast, machen wir das auch so rum, ist ja viel einfacher, von der Spitze bis unten 29 cm lang. Und hier in der Breite sind sie dann 14. Und in der Dicke, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sind sie 7 cm. Also wirklich massig passt da was rein. Das ist die, die ich gestern fertig gemacht habe. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und die habe ich ja schon bei Facebook gezeigt. Na, da habe ich mir das Papier bestempelt, embossed. Ihr müsst ja nicht die Muster benutzen, die dabei sind. Na, und dann habe ich das unten nochmal mit Wolle umwickelt. Einfach so finde ich das eigentlich eine ganz niedliche Idee von der Geschenkbox her. Und es passt wirklich super viel rein. So, die Kerzen haben wir übrigens jetzt auch im Shop bestempelte Kerzen. Da könnt ihr mal gucken. Auch ganz niedlich, auch für Ostern. Tolle Geschenkidee. Und das sind normale Stabkerzen. Und die verschwinden da fast drinnen. Ne? Also so tief ist das. Da bekommt ihr ja wirklich massig an Süßigkeiten, Geschenkideen, wie, weiß ich nicht, Badartikel, Duschgele, Parfüms könnt ihr verschenken. Also wirklich, da passt alles rein. Oder ihr macht die mal zur Geburt. Mit Babysöckchen und, und. Na, also, wie gesagt, das sind meine zwei Muster dazu. Und kombiniert habe ich diese mit den tollen Zebra. Die Stempel bekommt ihr ja auch, die Diamond Painting. Die sind ja auch designt von Naomi. Die bekommt ihr ja auch bei uns im Shop. Auch die Steinchen und den Kleber, den Magic Glue, den ihr dazu braucht. Na, das ist ja alles im Shop da. Und das Designpapier im Hintergrund, kann man das sehen, dass das so schön glitzert? Nee, kann man glaube ich gar nicht. Ne? Und bei dem Einhorn, bei dem Zebra, es ist doch kein Einhorn, was rede ich denn? Auf jeden Fall, ich möchte euch das mal zeigen. Das habe ich nämlich alles mit unserem neuen Crystal Art Sealer gemacht. Und zwar können wir den, ich musste das einfach mal ausprobieren, das juckt nämlich so in den Fingern. Den kann man wunderbar als Schablonierpaste benutzen. Und es backt nicht. Ich zeige euch das gleich nochmal. Es backt nichts, es geht nichts ab. Ich habe das, wie gesagt, erst schabloniert, eingecremt. Trocknet auch recht schnell. Ein, zwei Stunden ist alles trocken. Hier, da geht nichts ab. Und dann kann man das sogar stanzen. Also das ist ganz toll, dieser Sealer. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wie gesagt, hier auf dem Weiß kann man das jetzt nicht ganz so schön sehen. Ich habe das auch nochmal auf Schwarz schabloniert. Und da kommen natürlich diese, guck mal, dieser Hologramm-Effekt, der in diesem ja, neuen Crystal Art Sealer drin ist, natürlich super raus. Das ist jetzt nur ein ganz dünnes Papier, so ein 80 Gramm Papier. Ne? Ich wollte bloß mal probieren, wie das dann sich verhält, das Ganze. Also den könnt ihr ganz normal aufschablonieren, trocknen lassen. Geht ruckzuck und dann habt ihr da einen super Hintergrund für. Ich zeige euch das gerne auch nochmal. Es ist wirklich ganz einfach. Wir schrauben die mal kurz auf.
nehmt ihr euch so ein kleines Spachtelchen. Die Schablone habe ich ja auch, nehmen wir die wieder mit den Punkten. Ne, rührt das vielleicht mal ein bisschen kurz um. Ne? Also ihr könnt ihn auch ganz normal weiterhin benutzen für eure Versiegelung der Karten, der Bilder. Und wie ihr das sonst mit den anderen Zielen auch gemacht habt, mit den einfachen ohne Glitzer. Und dann tragt ihr die einfach auf. Kann man das sehen, ja, ne? Und dann zieht ihr das mit euren Spachtel ab. Wie man das kennt, so mit diesen Schablonier-Cremes, Pasten, Massen. Den Rest streicht ihr wieder ab. So, ganz kurz. Erstmal wieder zuschrauben. So. Und dann zieht ihr die Schablone ab. So, das ist jetzt wieder nur so ein Schmierblatt von mir, aber ihr seht, funktioniert prima und lässt sich super mit warmem Wasser, ich mache das immer ganz normales Leitungswasser, bisschen warm, abspülen wieder. Und es ist alles wieder sauber, also kein Rückstand. Ihr bekommt euer Werkzeug wieder komplett sauber. Ganz große Klasse. Also den kann ich wirklich empfehlen, haben wir auch ganz, ganz neu im Shop. Ne? Und ich habe anschließend, hatte ich ja mein Stempelmotiv fertig, koloriert und dann habe ich ja den Kleber drauf getragen und habe die Steinchen drauf gelegt. So, und dann, das kann man jetzt leider nicht so schön sehen, bin ich mit diesem Sealer, mit dem Glitzer-Sealer, einfach mit dem Pinsel drüber gegangen. Ich habe den nicht mit Wasser verdünnt, noch sonstiges, bin einfach drüber gegangen, dann hält das natürlich alles noch viel schöner, dafür ist er ja da. Und in den Zwischenräumen, wo wir den Kleber haben, als Untergrund, wo jetzt keine Steinchen drauf liegen, das versiegelt er und da haben wir jetzt einen super niedlichen Hologrammglitzer drauf. Ne? Also, und dann kleben die Zwischenräume auch nicht mehr. Zum Beispiel jetzt hier in der Mähne oder sowas. Denn, ne? Da ist mir das jetzt zu fusselig, da jeden Punkt nur mit dem Pinsel und Kleber zu bearbeiten. Also streiche ich immer die ganze Mähne ein. So, sprich, das würde heißen, sie würde jetzt noch da, wo keine Steinchen sind, noch kleben, das Motiv. Und jetzt klebt es nicht mehr, weil wir da mit dem Sealer drüber gegangen sind. Und haben sogar noch diesen netten Glitzer-Effekt. Also ganz schön, wirklich. Also kann man ordentlich mitspielen mit den Zieler. Und es hält wirklich. Also ich bin total begeistert davon. Den werden wir demnächst auch auf einiges öfters sehen. Und ganz neu im Shop ist ja auch diese Folie. Ups, jetzt rutscht mir das schon runter. Ich zeige euch mal das Etikett, das ist vielleicht einfacher. So, Crystal Art Nonstick Filmrolle. Das ist eine große Rolle, wie ihr sehen könnt. Die bekommt ihr jetzt auch im Shop. Es ist Folie, die nicht klebt, Nonstick, deswegen. Und zwar ist sie dafür gedacht, wenn ihr jetzt gerade mit dem Magic Glue arbeitet, ne, und oder schon sogar auch ein paar Steinchen draufgelegt habt, müsst zum Telefon, wollt mit dem Hund rausgehen, müsst einkaufen zur Arbeit, was auch immer, Lieblingsserie gucken oder ihr einfach nur keine Lust habt, das da jetzt weiterzulegen, damit das hier nicht denn rumliegt und euch womöglich ein bisschen einstaubt, nehmt ihr euch, schneidet ihr euch einfach passend zu euren Stempeln ein Stück ab und legt das drauf. Jetzt habe ich kein vorgefertigtes, aber ich habe es gestern ausprobiert. Ihr könnt sogar das gleiche Stück mehrmals benutzen. Legt das da drauf und dann staubt euch das nicht ein und er klebt nicht fest. Also er zerreißt nicht das Bild. Ihr könnt da ruhig kurz mit dem Finger andippen und dann könnt ihr es nachher abnehmen und es ist alles heile. Also die Klebefläche ist vorhanden, die Folie ist heile. Und ihr habt das geschützt. Also es ist, ja, wie soll ich denn sagen? Das ist diese Folie, wie auf den Karten und auf den Bildern ist, die man so nach und nach immer hochklappt, um seine Steinchen zu legen. Ne? Also es ist eine schöne Schutzfolie, kann ich euch nur empfehlen. Da haben wir auch noch ein paar im Shop, kommt aber wieder rein. Und da kommt man auch ewig mit aus. Wie gesagt, das, so sieht das Etikett aus. Und ja, also für Crystal Art, für Diamond Painting Art arbeiten ein Muss, das Ganze. Gut, was wollte ich euch denn noch zeigen? Genau, ich wollte jetzt noch mal zu diesen großen Boxen, zu den Standschablonen drauf eingehen. Ich hatte beigeschrieben in meiner Beschreibung, die sind für A4-Maschinen. Nein, ist gar nicht richtig, weil die großen Stanzen, die sind geteilt und die bearbeitet benutzt man. Jetzt kann man die folgendermaßen benutzen, so auch für die normale Stanzmaschine. Normale Stanzmaschine heißt bei mir A5. Habe ich hier noch extra schon Karton hingelegt. Das ist jetzt das DIN A4 Blatt. So. Und normalerweise, ich habe jetzt zum Beispiel auch eine große A4 Maschine. Legen wir uns das jetzt hier hin. Ja,
wieder super vorbereitet, ich weiß. So, guckt, ne, mit der Schneide dann nach oben, zeige ich euch jetzt mal. Und hier sind so kleine Haken. Da kann man das ganz gut sehen. Na? Das heißt, wir machen aus zwei Standschablonen. Jeder, der eine A4-Maschine hat, macht sich dann eine. Die passen da perfekt rein. Wenn man jetzt eine ruhige Hand hat, heißt das. Ja. Ja. Okay, ich probiere es mal von hier. Also es geht ja, ihr seht ja, ich habe ja zwei fertige Boxen. So, die Seite haben wir schon mal toll. Es ist gar keine Aktion. So. Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. So, guckt, jetzt haben wir es. Ne? Also, es um, für jeden, wie gesagt, der keine A4-Maschine hat, kann sich diese Stanzen teilen. Logisch. Und dann nehmt ihr euch einfach ein A5-Blatt und legt es euch am Rand so ein bisschen. Also, nehmt die kurze Seite und schiebt das hier bis am Rand. Beziehungsweise lasst einen kleinen Spalt und das macht ihr hiermit dann auch. Dann stanzt ihr eben zwei Teile aus und dann habt ihr hier diese kleine weiße Kante über. Die schneidet ihr mit ab und da klebt ihr das dann hinten dran zusammen, so dass ihr wieder ein Teil habt. Na? Also wenn ihr das genau an die Kante legt, habt ihr nichts zum Zusammenkleben, dann habt ihr zwei Teile. Das wollen wir ja nicht, wir wollen ja eine Box draus machen. Also es ist ganz einfach, wenn ihr euch das anguckt, erklärt sich das dann nachher auch schon super fix von alleine. Das macht ihr mit den beiden Teilen und mit den beiden Teilen macht ihr das dann auch. Die fügt man dann hier auch, das ist dann vorne und unten der Boden. Die fügt ihr dann auch zusammen und dann habt ihr sie auch schon fertig. Na, und verzieren, das kennen wir ja alles, wie das funktioniert. Entweder macht ihr dann nur die einfachen, die Rahmenstanzen, so wie ich das hier gemacht habe bei den Karten. Dann habt ihr nur diesen einfachen Hintergrund, den ihr dann entweder mit Designpapier oder euch selbst bestempeln, schablonieren könnt. Und oder ihr nehmt euch die Muster dazu. Dann stanzt ihr euch erst das Grundpapier aus und dann stanzt ihr das nochmal zusammen mit dem Muster aus. Na? So, dass ihr dann wie bei der braunen Box hier oben das Muster habt. Ne? Wo haben wir den? Das ist der. Guck, dann stanzt ihr die beiden zusammen aus und dann habt ihr im Prinzip dieses Gitter. Kommt dann einfach raus. Also es ist wirklich ganz einfach. Ne? Kennt ihr auch schon von anderen Stanzen. Das ist ja nichts Neues, was ich euch hier erzähle. Genau, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mich gerne an. Diese tollen neuen Sachen wollte ich euch mal kurz gezeigt haben. Wie gesagt, der Sealer Bombe. Auch als Schabloniercreme. Wie gesagt, da backt nichts dran und der hält wie verrückt auf dem Papier, bricht nicht ab oder sonstiges. Also wärmst uns zu empfehlen. Die Stempelchen kennt ihr auch, die neuen Stanzen, die sind ein Traum. Wie gesagt, sind super schöne große Geschenkboxen. Und da wird es von diesen Diamond Painting Stempeln kommen demnächst noch schöne. Kann ich euch nur mal so schon sagen, das wird wahrscheinlich schon im Februar sein. Also zum Quietschen wieder total niedlich. Und entzückend. Und es wird auch immer mal wieder Stanzen von Naomi geben. Demnächst kommt dann noch so ein, ja, so eine Briefumschlagstanze in flacher. Aber wo wir die länglichen auch schon von haben im Shop. Die gibt es dann auch nochmal quadratisch. Und die kann man nachher auch super schön alle miteinander kombinieren. Und das werde ich euch dann auch nochmal im Video zeigen. So, hier ging es mir jetzt um die schönen Boxen. Die wollte ich euch zeigen, wie groß die sind. Die sind einmalig. Den Kristallerzieler und die Folie wollte ich euch mal vorstellen. Ja, gut, meine Lieben, das war mal wieder ein kleines chaotisches Video, mehr oder minder spontan aus der Hüfte wieder. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und ich konnte euch ein bisschen was erklären. Traut euch einfach ran an die Sachen. Wie gesagt, habt ihr Fragen, schreibt mich an. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Bleibt mir alle gesund, passt auf euch auf und natürlich auch schön kreativ. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann!